Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play Darksiders. Ja, in der letzten Folge sind wir in der Zwielichtkathedrale angekommen. Wir müssen hier diese Schwerter sammeln, um die Engelsstatue damit auszustatten, damit sie uns den Weg frei machen. Also damit öffnen sich Türen und so weiter und so fort. Und ja, ansonsten, was gibt's noch so Neues? Ja, eigentlich nichts. Wie gesagt, wir müssen die Schwerter einsammeln und die zu diesen Engelsstatuen bringen, denn weiter. So, jetzt mein Orientierungssinn ist nicht so toll. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo es lang geht. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Und dann müssten wir nach da drüben, weil da die eine Engelstatue ist. Aber vorerst hauen wir die Viecher kaputt. Gegen einen so einen komischen Rüstungstypen haben wir gestern auch, gestern, vorhin, in der letzten Folge auch gekämpft. Den aber auch ziemlich schnell platt gemacht. Gut, kriegst jetzt das Schwert. Und ja. Gut, dann da jetzt mal durch. Und da ist wieder Tiamat mit dem Greifen. Gott, das Vieh zu besiegen wird ein bisschen, wird ziemlich schwer werden. Also Tiamat zu besiegen. Ach, hier, da, hier liegt eine Bombe. Aber ich sehe jetzt gerade nicht, wo wir die... Doch, da durch. Okay. Gut, dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Da ist ein Sch... Ah, nee, ich habe erstmal eine andere Idee. Das machen wir uns halt schwer. So. Und da ist wieder einer von diesen Typen, die wir schon in der letzten Folge besiegt haben. So, diesmal nehmen wir mal das hier und gleich nochmal, weil es so schön ist. Gott. Ich wollte jetzt damit nicht treffen. Mal her. Ja, diese Typen haben hier halt diese Rüstung und die müssen wir erstmal kaputt machen, bevor wir sie dann töten können. Hat schon ein paar Teile verloren. Und am besten geht das mit dieser Rindattacke, finde ich, weil die bei uns auch ziemlich stark ist und auch ziemlich reinhaut. Also, mehr oder weniger. Oh Gott, verpiss dich, geh weg. Mann! Gott! Was denn? Mann! Ernsthaft, wann gehst du denn jetzt mal drauf? Jetzt! So, zack. Und tot. Also so. Helm, Brustharnisch und so die Armrüstung müssen wir ihm abschlagen, dann können wir ihn ganz töten. Der haut aber auch ganz schön rein mit seinen Attacken. Gut, so, da ist jetzt noch eine Bombe, die müssen wir da durch das Fenster werfen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen. Ich sehe mich schon, dass die explodiert, bevor ich die da reingeworfen kriege. Nee, das war doch mal... Sehr gut. Gut, toll. Hat jetzt gar nichts... Obwohl, nee, Quatsch, da können wir jetzt hochspielen. Oh Mann, cool. Lebensstein. Sehr schön. Einer noch. Dann kriegen wir noch einen neuen Todesschädel dazu. Auf unserer Lebensleiste. Also, da vorne müssen wir durch, okay? Nee, Quatsch. Erstmal dem Engel, der das Schwert geben. Nee, warte mal. Nee, von da haben wir es geholt, hier geben wir es rein. Klar, natürlich, gut. So. Gut, dann geht's da weiter. Mann, tritt schon die Tür ein. So. Hier können wir hoch, da kommen wir nicht rüber, also gehen wir hier hoch. Ich muss hier nochmal kurz runter, merke ich gerade, weil da ist ein Artefakt, das lassen wir natürlich nicht entgehen. Oh, ein Artefaktmeister! Dieser Talisman repräsentiert die Eliteklasse der Artefakte der Legion. Nur 6 dieser Symbole wurden den Fürsten der Hollen Legion gewährt. Bringe sie den Talisman zu Fulgrim, damit er sie dafür entlohnt, ja. Gut, der scheint etwas mehr wert zu sein. Das
ist aber auch scheißegal, die verkaufen wir eh, die sind eben nichts anderes nütze. Wir können uns die hier allerdings auch angucken, glaube ich, irgendwo. Ja, hier sehen wir die. Hier, das sind die Soldaten-Artefakte und wir haben jetzt einen Meister-Artefakt schon gefunden. Mann, das macht mich ein wenig stolz, ich bin immer so ein kleiner Sammler. Gut, hier ist jetzt weiter nichts. Wie, kann das gar nicht sein, hier muss auch irgendwas sein. Ah ja, hier. Und ja, ich glaube aber nicht, dass wir alle Artefakte gesammelt kriegen werden. Oh Gott, was war denn das jetzt eben wieder? Das war wieder meine Verpeiltheit. Gut, nochmal zurück. Wie gesagt, die Artefakte sind halt nur dafür da, um sie zu verscherbeln, um dafür Geld zu kriegen. So, jetzt nochmal hier durch. Nochmal hier hoch. Nochmal hoch. Seite. Und jetzt lasse ich mich hier einfach mal fallen. So. Ich vorher auch machen sollen. Und schieben wir das mal hier runter. Zack. Gut, wofür? Ah. Schieben wir das mal hier ein bisschen weiter noch. Kommen wir da vorne hoch. Gott, ich werde mich hier definitiv noch verlaufen, denke ich. Weil das ist hier schon ziemlich weit alles. Also nicht weit, aber ziemlich verstrickt. Gut, da geht's weiter. Da hängt noch so ein Vieh vor, da gehe ich jetzt lieber mal nicht lang. Ah, jetzt sind wir auf der richtigen Seite. Jetzt können wir da das Teil kaputt machen. Sehr gut. Kleiner Fortschritt. Zack. Klasse. Gut. Na denn, ab nach unten, ne? Hier geht's nicht weiter, da geht's lang. Hier rennen überall diese dämlichen Skelette rum. Ah, er holt erstmal seine Freunde, bevor er mich angreift. Dann nehme ich doch gerade mal die Sense. Jetzt einmal mal wieder zum Zeigen. Weil jetzt hier bei den vielen Gegnern macht sich die Sense richtig gut, finde ich. Ah, na gut, oder vielleicht doch nicht, wenn die so alle blocken. Die macht zwar jetzt nicht so viel Schaden, aber die ist halt gegen viele Gegner gut. Weil die halt ziemlichen Radius einnimmt. Ziemlich großen Radius. Und da werden viele Gegner getroffen. Oh, mach ich jetzt so platt. Weiter geht's. Ja. Ah, mein Handy geht schon wieder aus. Muss ich wieder nochmal neu anmachen. Sehe ich die Zeit nicht. Ah, hier erwartet uns doch schon wieder was, so wie das aussieht, oder? Also eine Lebenskiste, die lasse ich aber erstmal noch. Aber was ist das hier? Erstmal. Gut, was haben wir denn da? Eine neue Waffe, wie es mir scheint. Ein Bumerang. Nee, Quatsch. Ein... Na doch, Bumerang. Nee, wie nennt man denn das? War auf jeden Fall sehr schick. Eine Fernkampfwaffe. Eine Kreuzklinge. Eine feingearbeitete Wurfklinge. Ach, Wurfklinge nennt man sowas. Die mehrere Ziele auf einmal treffen kann. Wechseln sie in den Zimmer. Na gut, das lese ich jetzt nicht vor. Also Kuh. Na, diesen hier. Theoretisch. Noch mal ein bisschen näher rangehen. Also kann ich anvisieren und dann zack. Sehr schön. Gut, gleich nochmal. Gut, das waren jetzt die Viecher. Ne, da kommen noch mehr. Da. Ah, gut, komm. Anvisieren, anvisieren, anvisieren. Wenn die so weit hinten sind, treffe ich die nicht. Ich versuche sie jetzt einfach mal so zu treffen. So geht's auch. Gut, okay. Neue Fernkampfwaffe. Oh Gott, jetzt kommen wir auch noch.
fast so wie dieses eine Schussteil, was wir auf diesem Vogel hatten. Ja, man kann ja auch kurz schießen und länger anhalten. Aber ich mach die jetzt, glaube ich, einfach so fertig. Die Skelette mache ich jetzt so fertig. Da gebe ich mich jetzt nicht lange mit dieser Kreuzklinge ab. Gut, okay, eine Fernkampfwaffe haben wir da jetzt. Ich weiß jetzt nicht genau, was die jetzt so bringt. Höchstens gegen diese Flugviecher eben. Diese Fledermäuse da, Feuerfledermäuse. Aber ansonsten ist die jetzt... Die macht auch nicht so viel Schaden, habe ich gerade gemerkt. Höchstens bei diesen Feuerfledermäusen. Und was kommt denn da? Herr Gott. Wer bist denn du? Ach, scheiße. Dann nehme ich doch gerade nochmal das Teil hier. Einfach nochmal, um es auszuprobieren. Bleib, komm, bleib. Ja, die macht, glaube ich, nicht wirklich Schaden. Obwohl ich sie jetzt hier auflade. Ist halt, wie gesagt, nur da, glaube ich, dafür gedacht, mehrere Gegner zu treffen und dann so eine leichte Gegner wie die Feuerfledermäuse, die hier dann doch schon ziemlich schnell drauf gehen. Und nicht so einen großen Klops hier. Großer Ekelklops. Der Giftspucker oder was das sein soll. So wie der aussieht. Irgendwas Gift hat er doch da bestimmt. Na komm! Soll ich jetzt wohl bald mal drauf gehen oder was? Ja, ist ja gut. War's das jetzt? Ja, anscheinend nicht. Jetzt hau ich nochmal so auf ihn drauf. Oh Gott, der macht ja viel Schaden. Jetzt war's das. Na lecker! Oh Gott, der sprüht noch. Eklig. Geh mal bitte drauf. Schön. Ja, denn. Na weiter. Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder mit der Kreuzklinge gegenballern. Problem. Dann geht die Tür auf. Und wir können durch. Weiter geht's. Und da ist schon wieder diese Fledermäuse. Du stirbst und du stirbst. Ich dachte, du stirbst. Mensch, das war jetzt Mist. Okay, drehen wir hier mal dran. Gut, das bewegt sich nicht. Da müssen wir... Ich hab da eine Idee. Ich mach mal diesen hier. Gut. Also noch da hoch. Die andere Seite. Jetzt wieder ein Auge. Was macht die komische Geräusche? Irgendwas macht die komische Geräusche. Gut. Und dann wieder dahin und das Teil hochziehen. Oder hoch runter, je nachdem. Ich denke aber immer hoch. Ja, hoch. Okay. Was macht das jetzt? Ah, da ist wieder was zum Gegenschießen. Okay. Gut, da geht jetzt das Tor auf. Und das auch, ich sag's ja, ich hätte mich hier definitiv verlaufen. Hier sind so viele Wege. Hier können wir dann nachher auch noch durch, wenn wir dafür den Schlüssel finden. Ach du großer Gott, da muss ich jetzt erstmal nochmal gegenschießen. Zack. Gut, da können wir jetzt runter. Kreuzklinge tränken. Die Kreuzklinge kann Energie von bestimmten Zielen übertragen. Drücken Sie gut zum Zielen und werfen Sie die Klinge mit rechter Maustaste auf eine Energieklinge. Das Erfassen. Und ja, ja, ist ja gut, okay, gut. Hab schon verstanden. Denk mal, was da hinten sind irgendwie. Weiß nicht. Auch Bomben. Die aber nicht angehen. Und deshalb. Mache ich jetzt mal diesen hier. Das sind irgendwelche inaktiven Bomben und die gehen erst hoch, wenn man hier Feuer ran macht, so wie das der Hinweis gerade erzählt hat. Na gut, jetzt sind wir genau auf der anderen Seite. Boah, das hat ja jetzt...
gebracht. Mann, oh Mann. Da hätte man auch hier einfach überspringen können, glaube ich. Nee, nicht wirklich. Mann. Soll's da rein? Ach Gott. Hier müssen wir jetzt 3 Schwerter sammeln. Okay. Ach komm, ich habe jetzt gerade mal Lust. Die Folge gerade mal ein bisschen länger. Ich habe heute mal Lust. Ein bisschen länger schadet nie. Aber ich gehe erstmal gucken, wo die anderen Wege hinführen. Gut, da geht es weiter theoretisch. Und ist noch eine Lebenskiste gewesen. Ich sammle die jetzt aber erstmal nicht ein. Da unten kommen wir nicht durch, die ist zu. Da oben sind wir, glaube ich, hergekommen. Da waren wir eben. Gehe ich mal hier lang. Da habe ich irgendwas übersehen. Nee, da sind wir hergekommen. Da waren wir eben. Gut, dann gehe ich mal hier lang. Mal gucken, was hier so ist. Das sieht alles wieder so eine Rätselaufgabe. Oh Gott. Na gut, ich habe ja gesagt, längere Folge heute. Okay. Da ist das Schwert. Da kommen wir noch nicht hin. Gut. Da können wir weiter. Ich drehe jetzt aber erstmal hier dran. Das bringt gar nichts, weil da wieder was blockiert. Schön. Gut. Wo komme ich da denn? Ich will mir jetzt erstmal da das Artefakt. So. Ich hoffe, da komme ich jetzt auch gleich wieder lang. Erstmal gucken, wie ich hier das Teil. Aber da muss ich mir wahrscheinlich irgendwo eine Bombe herholen. Da drüben nicht eine. Ich guck jetzt mal, ob hier irgendwo eine Bombe rumliegt. Ja, gut. Dann nehme ich hier gleich mal die Bombe und mach das Ding da. Ja, inaktives Bombengewächs, das hatten wir schon. Die hing da ja schon mal an der Seite. Das habe ich ja schon mal kurz. Gut, anvisieren. Zack. Und. Wir sehen und zack. Gut, jetzt geht das wieder. Dann müssen wir nochmal nach oben. Ah. Wenn sich jetzt einer fragt, warum ich schon so ein bisschen viel weiß, obwohl ich nicht alles gespielt habe, ich habe mir schon mal ein Let's Play vom Pizmeet angeguckt. Von diesem Spiel hier, aber auch nur ein wenig, aber dann doch schon ein wenig länger. Deshalb weiß ich schon, was uns hier so ein wenig erwartet. Also mehr oder weniger so, die Details kenne ich nur doch nicht. Ich weiß nur, was welche Sachen sind. Ich weiß jetzt nicht auch, dass das Teil sich hier bewegt. Das weiß ich auch noch. Gut. Okay. Ich habe da eine Idee. Mach jetzt einfach so. So. Und so. Und jetzt. Ist irgendwo eine Fackel? Ne, eine Fackel ist hier nicht. Ah, sehr schön. Mando, klappt sogar. Geil. Gut, dann können wir jetzt hier durch. Ich weiß gar nicht, ob das so vorgesehen war vom Spiel. Ich überziehe jetzt hier gerade mal ein bisschen. Wir haben jetzt schon 18 Minuten auf der Uhr. Ein bisschen länger. Gut. Oh, los, schnell, 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 schnell. Und da sind wieder irgendwelche Viecher. So. Gut. Ich denke, da kommt noch ein zweites Teil hin. So, ich denke mal, die Aufgabe werde ich jetzt noch machen. Dann haben wir halt ein bisschen länger, über 20 Minuten.
Okay. Ah, verdammt, hier muss ich mir noch eine Bombe mitnehmen. Ah, zack, zack, zack. Na gut, okay, dann müssen wir jetzt nochmal warten, bis er rumgelaufen ist. Herrlich, toll. Doch schon vorher gesehen, habe ich wieder vergessen. So gut, das Teil geht ja jetzt nicht hoch, die ist ja inaktiv. Da ist auch eine Fackel, das passt gut. Können wir dann gleich zünden. Dann müssen wir eigentlich auch gleich das zweite Teil hochgedreht kriegen. Zack. So, dann hier so hin. Gott, das war jetzt schlau. Das war jetzt nix. So rum. Gut. Ja, dann haben wir jetzt hier das Drehteil, das zweite. Nehmen wir da dieses Leuchtding hoch. Damit wir da unsere Kreuzklinge gegenwerfen können. Und dann sind wir auch schon fertig. Also, dann haben wir schon das erste Schwert. Von rein war es, glaube ich. Ja, Viecher sind ein bisschen nervig. Aber egal. So. Zack. Zack. Und der Mund schließt sich. Und wir können durch. Mensch, noch zwei Geldkisten. Jackpot. So, fast. Gibt auf jeden Fall ordentlich Schotter. Hier nehmen wir das Schwert mit. Zack. Gut, jetzt schnell, schnell, schnell. Bevor sich das Ding komischerweise nicht mehr weiterdreht. Gut. Ja. Dann gebe ich noch dem einen Engel sein Schwert. Ine, mene, mu und aus bist du. Nehme ich dich. Obwohl das jetzt Quatsch war. Weil raus muss ja der. Ist ja eher raus. Aber nee, lassen wir das. Ist Quatsch jetzt. Da waren wir. Da sind wir hergekommen. Die ist komischerweise zu. Da können wir noch rein. Aber muss doch irgendwo noch eine dritte Tür sein. Drei Schwerter, drei Türen, oder nicht? Hm. Okay, gut. Nee, denn damit befasse ich mich in der nächsten Folge. Das war's jetzt auch erstmal schon wieder. Ja, ich würde sagen, macht's gut und tschüss.